Opel bringt sein nächstes Elektroauto auf dem Weg, voll elektrisch zu werden. Kommt jetzt als nächstes der Opel Mokka E. 322 Kilometer Reichweite, sieht auch richtig schick aus und er soll schon Anfang 2021 in den Regalen stehen sozusagen. Ganz so klein ist er nicht. Tesla landet in der Qualitätsstudie auf dem letzten Platz. Was da los ist, erzähle ich euch gleich ausführlich. Außerdem plant Tesla eine Akkuproduktionsanlage, die schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Apple Maps kann ab iOS 14, das ab Herbst dann für alle Apple-Geräte rauskommt, auch Routen für Elektroautos planen, bei denen sogar Ladestopps berücksichtigt werden. Der Smart EQ42 und 44 ist sehr beliebt, weil gerade die Innovationsprämie so heftig ist. Man spart ja über 10.000 Euro aktuell durch diese Innovationsprämienförderung. Allerdings ist er jetzt vorerst nicht mehr bestellbar, weil eben so eine große Nachfrage ist. Alles dazu jetzt in den Elektroauto-News. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von EndCharge, eine geniale App. Ladet euch die kostenlos runter. Unterhalb des Videos findet ihr direkt den Link für iOS und Android. Da bekommt ihr kostenlose Kilometer für euer Elektroauto. Ich erzähle im Laufe des Videos noch mehr dazu. Los geht's! Opel hat den nächsten Mokka vorgestellt. Ja, das ist ein Elektroauto und den gibt es tatsächlich als Mokka E neben den Verbrennervarianten. Und der Kompakt-SUV aus Rüsselsheim wird eben von Beginn an auch voll elektrisch angeboten. Das ist eine Neuigkeit im Opel-Konzern. Und ich finde auch, dass der richtig schick aussieht, aber auch gute Daten hat. Der neue Mokka ist das erste Modell mit dem Opel Visor als zukünftigen Markengesicht und eben dem neuen Cockpit Opel Pure Panel. Die horizontal verlaufende Instrumentenanzeige im Inneren integriert zwei Widescreen-Displays, sieht, finde ich, echt gut aus und gemütlich. Bin schon gespannt, mal den zu fahren. Und der Bildschirm ist eben über 12 Zoll groß. Das klingt also alles erstmal super. 100 kW Leistung, eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h. Da lässt sich drüber streiten, reicht aber meiner Meinung nach völlig aus. Auch im Normalmodus hat verschiedene Fahrmodi, kommt er auf bis zu 322 km nach WLTP-Reichweitentest. Eine 50 Kilowattstunden Batterie sorgt dann eben auch so für diese Reichweite und die kann serienmäßig, ist ein Schnelllader mit eingebaut, mit 100 kW Gleichstrom an Schnellladesäulen laden. Das bedeutet also von 0 auf 80% in 30 Minuten. Das heißt also im Prinzip, ja, super für lange Strecken geeignet. Auch beim Wechselstrom ist eigentlich alles mit dabei, was man sich wünscht. Dreiphasiges Laden mit immerhin 11 kW, klar, 22 wäre noch besser, aber das ist schon wirklich eine gute Serienausstattung. Ihr bekommt auch 8 Jahre Garantie auf die Batterie, da muss man also auch keine Angst haben. Und alle Mokka-Modelle werden serienmäßig mit LED-Lampen an Front und Heck, einer elektrischen Parkbremse, auch Verkehrsschildererkennung ausgestattet. Optional gibt es dann noch verschiedene andere Assistenten. Opel-Firmenchef Michael Loscheller ist ganz stolz und sagt, der Mokka zeigt alles, wofür Opel heute und in Zukunft steht. Der Mokka ist das erste, also der erste Opel, der vom Marktstart an elektrisch vorfährt und damit ein klarer Beweis dafür, dass Opel elektrisch wird. Klingt doch super. Der Mokka E soll zusammen eben, ja, es gibt noch Diesel- und Benzinvarianten, aber mein Gott, ihr kauft trotzdem die Elektrovariante, die würde ich euch ganz dringend empfehlen, schon ab Spätsommer 2020 bestellbar sein. Also das kann ja eigentlich nicht mehr lange dauern. Und eben Anfang 2021 dann schon in den Autohäusern stehen. Preise gibt es leider noch nicht. Die kommen aber bestimmt in den nächsten Wochen. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Schreibt mal, wie findet ihr den Mokka E? Ich finde die ersten Bilder und was man im Videomaterial sieht, schon richtig gut. Mir gefällt das neue Design. Schreibt eure Meinung. Kommt er für euch in Frage oder nicht? Und jetzt geht's weiter mit der nächsten News. Ich habe schon ein bisschen angekündigt und es klingt ja erstmal krass. Die JD Power 2020 Initial Quality Study klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Ist eine Studienreihe, die also erstmals auch die Qualität von Teslas Neufahrzeugen untersucht. Und von allen getesteten Autoherstellern landet Tesla auf dem letzten Platz dieser Rangliste. Was ist da passiert? Die Liste gilt tatsächlich als Branchenmaßstab für die Qualität von Neufahrzeugen. Also ist ein wirklich wichtiger Wert und eine wichtige Platzierung, die dabei rauskam. Und die wichtigste Messgröße sind dann also die Probleme, die bei 100 ausgelieferten Fahrzeugen auftreten. Beim Tesla ist das Ergebnis echt
Brutal. 250 Probleme pro 100 Neufahrzeuge ist der schlechteste Wert im gesamten Ranking. Der Branchendurchschnitt für Autos im Modelljahr 2020 liegt bei 166 Problemen. Da ist ja Tesla deutlich drüber. Und die am besten bewerteten Marken sind übrigens Dodge und Kia. Hättet ihr das gedacht? Mit jeweils 136 Problemen nur pro 100 Fahrzeuge. Ja, Teslas Fahrzeuge haben in erster Linie Probleme wie Lackmängel, schlecht sitzende Karosserieteile sowie Quietschen und Klappern an diversen Stellen. Also ich muss ja sagen, ich finde das wirklich genial, was Tesla da macht. Ich fahre das Model 3 auch total gerne und auch die anderen Teslas. Ich finde das super. Allerdings, da muss ich schon zustimmen, das hört man sehr oft, dass es da total unterschiedliche Qualitätsstandards gibt. Manchmal werden Fahrzeuge ausgeliefert, die tipptopp in Ordnung sind. Manche haben nur minimale Mängel, manche haben richtig große Probleme. In der Regel, wenn man sich dann beschwert, bessert Tesla nach. Das kann aber wirklich Wochen oder auch Monate dauern, bis dann auch Ersatzteile da sind. Also das ist natürlich ärgerlich, das verstehe ich total und das soll auch nicht sein. Zum Glück gibt es aber keine Probleme bei Antriebsstrang oder Infotainment-System. Das scheint gut zu funktionieren. Manche sind mit diesen Reichweitenangaben nicht ganz zufrieden, aber ich würde mal sagen, das ist bei allen Elektrofahrzeugen ein Problem, wie bei allen Fahrzeugen, dass der Fahrstil natürlich stark die Reichweite entscheidet. Tesla hat da auch versucht, bei der Studie so ein bisschen im Wege zu stehen und in 15 Bundesstaaten tatsächlich das nicht zu erlauben. Dann hat sich aber J.D. Power andere Daten geholt. Also das lief hinter den Kulissen also auch ganz heiß ab. Die meisten haben eben einen Model 3. Die 1250 Eigentümer wurden dann eben untersucht und befragt. Und die mussten ihn mindestens 90 Tage besitzen. Also ihr kennt das vielleicht, in verschiedenen Foren kennt man das auch. Auch jetzt beim Model Y gibt es tatsächlich in der Auslieferung, zumindest in den USA, da gibt es ja im Moment nur auch schon große Beschwerden von Leuten, dass Tesla versucht auszuliefern, trotz großer Qualitätsprobleme. Das lassen sich die Leute aber teilweise gar nicht mehr gefallen. Also auch da gut, wenn man da ein bisschen Druck macht, dann hat das Unternehmen die Chance, sag ich mal ganz nett, sich zu verbessern. Und dann sollte man das eigentlich auch in den Griff bekommen. Aber das müsst ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Was nochmal eine positive Nachricht ist von Tesla, dass sie eben einer Forschungs- und Produktionsstätte für Akkus wohl bauen und die sind schon mittendrin. Die Fabrik in Fremont soll rund um die Uhr betrieben werden und Tesla hat bisher ja nur eine Pilotanlage für eine Akkuzellproduktion in Fremont im Betrieb. Also die produzieren eigentlich in der Gigafactory in der Wüste in Nevada gemeinsam mit Panasonic in der Partnerschaft die aktuellen Batterien, aber jetzt, man hört ja viel, der Battery Day, den Tesla ankündigt, der wurde auch noch mal ein paar Mal verschoben, jetzt wohl auf den 15. September, soll ja dann auch Neuigkeiten bringen, aber dann hört man hier schon, ne, gerade mit so einer Produktionsstätte, die schon in 3 Monaten voll in Betrieb gehen soll, dass da richtig ordentlich gewerkelt wird im Hintergrund und mit über 100 Personen pro Schicht, also rund um die Uhr. Tesla holt sich übrigens auch Batterien und Akkuzellen von LG Chem und CATL, weil sie brauchen einfach alles, was es gibt bei so viel Auslieferung von so viel Kilowattstunden. Und ja, wir warten eben noch weiter auf eben den Battery Day mit neuen Infos. Es soll eine neue 1 Million Mile Battery kommen. Da steht jetzt also die nächste Generation von Batterien an und wir sind alle sehr gespannt. Die heutige Ausgabe wird unterstützt und präsentiert von Encharge. Die App könnt ihr euch kostenlos runterladen. Unterhalb des Videos findet ihr direkt den Link für Apple-Geräte, aber auch Android-Geräte. Also für alle was dabei. Und ich kann euch sagen, das ist genial. Ihr kauft am Ende in euren Lieblings-Online-Shops in der App ein. Und es gibt wirklich viele, viele Online-Shops, auch viele nachhaltige. Das ist wirklich schön. Und statt dass ihr das einfach sonst über den Browser macht, macht ihr es einfach über die App. Das kostet nicht mehr und nicht weniger, aber ihr bekommt kostenlose Kilometer für euer Elektroauto. Könnt das sogar mit der einfach Stromladen-App von Maingau verbinden. Und wenn ihr dann ladet und genug Kilometer gesammelt habt, dann gibt es kostenlosen Strom oder auch noch mit vielen Mobilitätsdienstleistern. Schaut euch das unbedingt an. Ich mache auch auf dem Kanal hier nochmal ein extra Video zur gesamten App, in dem ich dir mal alle Funktionen vorstelle. Und ja, was gibt's zu verlieren? Ich sammle schon fleißig Kilometer. Macht mit. Unterhalb des Videos ist der Link. Wenn ihr ein Apple-Gerät habt, also ein Smartphone zum Beispiel, das macht hier am meisten Sinn in dem Fall, dann könnt ihr ab der nächsten Version iOS 14, ab dem Herbst wird das dann kostenlos für alle Apple-iPhone-Smartphones veröffentlicht, dann auch Routenplanung in diesen Apple-Karten, die mitgeliefert werden, machen für euer Elektroauto. Das heißt also, das Betriebssystem sagt euch sogar, wann ihr Ladestopps machen müsst, liest sogar die Daten vom Auto aus. Wie geht das? Natürlich nur durch eine enge Partnerschaft mit den Autoherstellern.
Im Moment arbeiten sie schon mit BMW und Ford zusammen, aber da kommen in Zukunft bestimmt noch ganz viele dazu. Das hat ja Apple bei CarPlay auch super hinbekommen. Und dann könnt ihr also auch euch mit eurem Apple Smartphone dann im Elektroauto durch die verschiedenen Ladesäulen und Routen durchplanen lassen. Nicht jeder hat ein Apple-Gerät, das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt auch tolle Apps, wie zum Beispiel A Better Route Planner, und ich stelle hier auch verschiedene auf dem Kanal vor. Also unbedingt da mal euch umschauen. Gibt es natürlich auch für Android-Geräte. Aber ich finde es erstmal schön, dass ein Hersteller wie Apple dieses Thema Elektroauto, Elektroauto-Routenplanung also so auf dem Schirm hat. Sie planen sogar noch weitere Sachen. Und zwar wollen sie ein bisschen warnen bei solchen Restriktionen in Städten, also so grüne Zonen und Einschränkungen, die eventuell bestehen. Auch City-Maut-Zonen sollen wohl angezeigt werden. Ist erstmal nur beschränkt auf bestimmte Städte, aber wird ja Schritt für Schritt dann auch auf weitere Länder und Städte ausgeweitet, und ich finde das erstmal eine schöne Ansage, dass man merkt, so ein großer Konzern wie Apple geht auch auf das Elektroauto voll mit drauf. Und noch eine, ja, leider traurige Meldung zum Schluss. Wenn ihr euch gefreut habt, dass ihr jetzt aktuell unglaublich viel Geld sparen könnt beim Elektroauto, habt ihr natürlich recht, beim Kauf über 10.000 Euro. Dann könnt ihr aber im Moment gerade keinen Smart EQ 4.2 oder Smart EQ 4.4 bestellen, denn es gibt erstmal einen Bestellstopp wegen der großen Nachfrage. Natürlich auch aufgrund jetzt dieser aktuellen Preissenkung. Eigentlich bekommt man diesen Smart, also Elektro-Smart, ja nur ab 22.000 Euro, und dann geht es nochmal gut nach oben, also ruhig auch mal bis auf 30.000 Euro. Und das ist natürlich für so ein kleines Fahrzeug echt ein guter, happiger Preis. Ich mag den Smart wirklich sehr, auch den Elektro-Smart, aber mir war er auch immer zu teuer. Jetzt habe ich selber ein Video gemacht in den Top 5, schaut mal rein. Ist auf Platz 1 gelandet, der aktuelle Elektroautoschnäppchen, eben weil der Preis sich ja fast halbiert durch diese aktuelle Innovationsprämie. Und das haben wohl viele gemerkt von euch und haben dann fleißig bestellt. Und jetzt ist gerade bestellt Stopp. Smart freut sich aber, sie versuchen alles zu machen, um eben weitere auszuliefern, und ab Anfang Juli soll es wohl neue Informationen geben, und da soll die, so sagt das Unternehmen, die Situation neu bewertet werden. Also sie arbeiten fleißig im Hintergrund, sind überwältigt mit der Nachfrage, was ja schön ist. Allerdings geduldet euch noch ein bisschen, die Prämie gilt ja noch eine ganze Weile. Ihr könnt vielleicht die Mehrwertsteuersenkung auf 16% nicht mitnehmen, aber mein Gott, die wichtigen Eiersparnisse, die könnt ihr weiterhin mitnehmen, auch wenn später ausgeliefert wird. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein paar schöne Informationen gegeben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt im Bereich Elektromobilität und neue Mobilität, dann den Kanal rechts unten kostenlos abonnieren. Ich freue mich auf euch. Bis bald wieder.